Ich möchte über Geld sprechen. Nicht, weil ich welches will, sondern weil es interessant ist. Ich habe mir eigentlich nie viel aus Geld gemacht. Ich brauche nicht sehr viel davon. Ich möchte nicht wirklich reisen. Ich lege keinen Wert auf Unterhaltung. Und nur wenig Luxus ist für mich erstrebenswert, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Diese Dinge machen mich nicht glücklich. Solange ich Essen, Kleidung, Freunde, ein Bett und viel Zeit habe, ist Geld für mich nur wenig wert. Aber Geld fasziniert mich, weil es zeigt, wie das Bewusstsein mit der Realität interagiert. Es wird oft gesagt, Geld ist Macht. Aber was Geld ist, hängt davon ab, wer es betrachtet. Im allgemeinen Sinne ist Geld viel mehr als Macht. Für die einen ist Geld Freiheit, für andere ist Geld Sicherheit. Für die einen ist es Spaß, für die anderen ist es Erfolg. Natürlich ist Geld selbst nichts von diesen Dingen, aber es sieht für diese Menschen so aus. Sie glauben, dass Geld ihnen geben kann, was sie sich wünschen. Und so wird das Geld zu einem Stellvertreter für den Wunsch. Selbst Gold ist objektiv gesehen nicht wertvoll, aber sein subjektiver Wert ist sehr beständig. Gold ist selten, es beeindruckt uns und es ist unvergänglich. Aus diesen Hauptgründen, Seltenheit, Schönheit und Beständigkeit, ist es wertvoll. Obwohl ich nicht an eine strikte Objektivität glaube, sehe ich den Wert nicht als rein subjektiv an. Ich denke, dass es eine begrenzte Anzahl von sinnvollen Perspektiven gibt, durch die Menschen die Welt wahrnehmen können. Diese funktionalen Sichtweisen teilen gewisse grundlegende Merkmale und Prinzipien, zu denen auch der Wert zählt. Dies ähnelt einem objektiven Verständnis von Wert, unterscheidet sich aber leicht davon. Denn der Wert ist nicht statisch, sondern wandelbar. Es gibt keine völlig fehlerfreie Erklärung von Wert. Wir können nur Erklärungen anbieten, die normalerweise ausreichend genau sind. Aus diesem Grund kann etwas scheinbar Wertloses, wie ein Stück Papier ohne Inhalt, vorübergehend einen magischen Wert erhalten. Zumindest für eine gewisse Zeitspanne. Die Banknoten der Vergangenheit, so heißt es, basierten auf dem Goldstandard, weil jeder Dollar eine Standardmenge Gold wert war. Von diesem Gold, so heißt es, leiteten die Dollars ihren Wert ab. Aber diese Geschichte lässt etwas aus. Wodurch war das Gold gedeckt? Was machte das Gold wertvoll? Sicherlich nicht sein Gebrauchswert. Gold ist schön anzusehen, aber nicht für lange Zeit. Vielleicht liegt der Wert in der Seltenheit des Goldes, aber diese Zeichnung, die ich gemacht habe, ist viel seltener. Sie ist in der Tat einmalig. Wie viel würdest du für sie bezahlen? Ich würde behaupten, dass Gold durch all die Ressourcen und Energie gedeckt ist, die andere Menschen bereit sind, dafür zu tauschen. Wodurch sind diese dann gedeckt? Was macht sie wertvoll? Bei genauerer Analyse scheint der Wert letztendlich auf den menschlichen Willen zurückzuführen zu sein. Gemeint ist dabei nicht allein der Überlebenswille, sondern der Wille zum Gedeihen und zur Entfaltung. Dieser Antrieb ist es, der Geld im Kern tatsächlich repräsentiert, auch wenn es nur ein symbolischer Ausdruck dafür ist. Geld verkörpert gewissermaßen den kristallisierten Willen, also die reine antreibende Kraft hinter menschlichen Bestrebungen. Der Wert von Geld leitet sich somit aus dem individuellen Begehren der Menschen ab. Würde dieses Begehren vollständig verschwinden, hätte auch Geld keinen Wert mehr. Es bleibt nun die Frage, was genau diese belebende Kraft innerhalb des Menschen ausmacht und antreibt. Die etymologische Wurzel sowohl von Tier als auch von Beleben stammt von dem lateinischen Wort anima, was Seele bedeutet. Um das Wesen der Belebung wirklich zu verstehen, müssen wir uns einer religiösen Perspektive zuwenden, denn Rationalität allein reicht nicht aus. In der Genesis haucht Gott Adam Leben ein und belebt seine Schöpfung, indem er ihr eine Seele gibt. Der verwendete Atem wird im Alten Testament als Ruach und im Neuen Testament als Pneuma bezeichnet, Wörter, die sowohl Geist als auch Atem bedeuten.
Diese Verbindung zwischen Geist und Atmung zeigt sich auch in ihrer gemeinsamen sprachlichen Wurzel. Die Heilige Schrift sagt uns, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, was zum großen Teil auf unsere Fähigkeit zurückzuführen ist, wie Gott zu schaffen. Während andere Tiere leben, besitzt nur der Mensch eine göttliche Schöpferkraft, die sich in seiner unsterblichen Seele widerspiegelt. Rationale Überlegungen allein können nicht in solch tiefgreifende Fragen eindringen. Sie erfordern eine tiefere geistige Betrachtung. Wie Gott erschaffen auch wir durch Eingießen unseres Geistes in unsere Schöpfungen. Als Beispiel wählte ich Geld, da es nahezu reinen Wert repräsentiert. Nicht den Wunsch nach einzelnen Dingen, sondern generell nach Besitz. Zudem ist Geld quantifizierbar. Wir haben jene belebende Kraft in eine Form gebracht, die empirisch beobachtet und annähernd gemessen werden kann. Analog zu Blättern, die Windströmungen sichtbar machen, spiegelt Geld psychische Energieströme physisch wider. Vielleicht der Grund für den Begriff Währung bzw. Geldstrom. Weil Geld diese psychische Energie so quantifizierbar abbildet, können wir deren Verhalten direkt am Aktienmarkt beobachten und sehen, wie sie die Welt beeinflusst. Auf diese Weise lernen wir, wie sie funktioniert, auch wenn sie selbst unsichtbar bleibt. Denn der Aktienmarkt führt bereits ein Experiment durch. Wenn wir lediglich die Entwicklung beobachten, erhalten wir die Ergebnisse. Und was wir beim Blick auf die Börse sehen, ist: Je mehr psychische Energie wir in eine bestimmte Entität, wie ein Unternehmen, investieren, desto stärker manifestiert sich diese Entität. Ich habe bewusst das Wort Entität gewählt, da ein Unternehmen aus Menschen besteht. Mit zunehmendem Wirtschaftsaufschwung gewinnen die Unternehmen, also konkrete Ansammlungen von Menschen, an realer Macht über Geist und Materie. Dies legt genau das nahe, was ich bereits gesagt habe. Geld ist in der Tat ein symbolischer Stellvertreter für eine geistige Kraft, die belebt und Leben spendet, für psychische Energie, für den Willen. Genauso wie Geld in Unternehmen investiert werden kann, wurde ein Teil des menschlichen Geistes, des kollektiven Willens, in Währungen investiert. Wenn wir das Vertrauen in ein Unternehmen verlieren, ziehen wir die Dollars ab, die wir investiert haben, und dann sagen wir, das Unternehmen habe an Wert verloren. Wenn wir das Vertrauen in den Dollar verlieren, ziehen wir die Projektionen ab, die wir dort investiert haben, und der Dollar verliert an Wert. Je weniger Vertrauen wir in den Dollar haben, desto weniger real ist der Dollar. Denn wenn wir kein Vertrauen in den Dollar hätten, würde der Dollar aufhören zu existieren. Ich halte es für eine gute Idee, diese Energie Geist zu nennen. Denn wie ich schon sagte, ist das griechische Wort für Geist Pneuma und Geist wirkt pneumatisch. Die Wirtschaft und der Aktienmarkt sind wie ein pneumatisches System. Sie sind voller Zentren, die sich aufblähen und entleeren und so wie die Luft ständig in den Körper und sein Gewebe ein- und ausströmen muss, so muss auch das Geld ständig zirkulieren. Wenn dies nicht mehr geschieht, wird der Körper sterben. Wenn wir uns mein Kosmogramm ansehen, werden wir sehen, dass die Farbe der Münzen mit dem gnostischen Demiurgen, mit Saturn oder Yaldabaoth assoziiert wird. Dies ist das mythologische Wesen, das den Geist in der physischen Materie vorfindet. So habe ich herausgefunden, was das Geld macht. Lege dein Ohr an eine Dollarnote, und wenn du alles hören kannst, wirst du das Knistern von Feuer und das Heulen der Verdammten hören. Spulen wir ein wenig zurück. Wie wird der Geist in den Dollarscheinen gefangen? Ich habe bereits gesagt, dass die Wahrnehmung des Wertes in einer Dollarnote eine Projektion ist. In der Jungschen Psychologie wird der projizierende Faktor, der Teil der Psyche, der das Unbewusste auf die Welt projiziert, bei Männern als Anima und bei Frauen als Animus bezeichnet. Da ist wieder dieses Wort. Es ist meine Anima, die diesem Siegel den Anschein von Wert verleiht. Diese Projektion ist ein Teil meines Geistes, genauso wie mein Magen ein Teil meines Körpers ist. Und so wie mein Magen mein Bewusstsein beeinflussen kann, so kann es auch eine Projektion. Sie kann mich nicht zwingen, etwas zu tun, aber sie kann es versuchen. Drei Hauptfaktoren bestimmen, wie stark die Projektion sein wird. Wie stark ist mein Wunsch? Wie groß ist mein Glaube an die Projektion? Und wie schwach ist mein Ego? Wenn alle drei Faktoren zusammentreffen,
wird diese Projektion sehr gefährlich, denn sie ist ein Teil von mir, der nicht bewusst ist, und ihr Einfluss rivalisiert mit dem Teil, der bewusst ist. Es ist nicht hilfreich zu denken, dass diese gefangene Energie innerhalb oder außerhalb unseres Kopfes ist. In gewisser Weise ist sie beides. Die Bedeutung liegt im Inneren und das Papier liegt außerhalb, aber aus unserer Perspektive sind die beiden nicht verschieden. Die Außenwelt und das Unbewusste können nie sinnvoll unterschieden werden, wie ich bereits gesagt habe. Seit einiger Zeit habe ich einen Namen für die Kraft, die diese Projektionen gegen das Bewusstsein ausüben, und ich habe ihn aus der Physik. Wenn eine große Menge an Materie an einem Ort konzentriert ist, so sagt die moderne Physik, verzerrt sie Raum und Zeit und erzeugt etwas, das wir Gravitation nennen. Andererseits, wenn eine große Menge dieses Geistes an einem Ort konzentriert wird, verformt sie das kollektive Unbewusste und erzeugt etwas, das ich Gravitas nenne. Im Lateinischen bedeutet Gravitas Schwere und Weight wird im Englischen oft für Bedeutung verwendet. Auch im allgemeinen Sprachgebrauch ist eine Person mit Gravitas jemand mit einer gewissen Präsenz, jemand, der wichtig ist und ernst genommen werden sollte. Könige haben Gravitas. Genau wie Geld ist der Grund, warum ein König Macht hat, der, weil eine große Gruppe von Menschen Macht auf ihn projiziert. Dies verstärkt sich selbst, da je mehr dem Glauben an seine Fähigkeiten folgen, desto realer wird seine Autorität. Wenn 100 Menschen tun, was ein Mann sagt, hat er Einfluss. Je mehr Einfluss er gewinnt, desto gefährlicher erscheint er und desto mehr fürchten ihn die Menschen, womit sich sein Einfluss erneut mehrt. Diese sich selbst erfüllende Prophezeiung lässt sich am besten als Gravitas beschreiben. Die Fähigkeit einer Idee, die objektive Realität zu formen. Denn nicht die Geldscheine an sich ändern die Welt, sondern die ihnen zugrunde liegende Vorstellung von Wert. Daher können andere Symbole wie Schecks die gleiche Funktion erfüllen. Geld ist lediglich das auffälligste Beispiel für diesen psychologischen Effekt kollektiven Glaubens, der Macht hervorbringt und verstärkt, wo zuvor keine war. Bei einer Drogenabhängigkeit wird eine Emanation auf eine bestimmte Substanz projiziert. Die projizierte Ausstrahlung ist immer die Ergänzung zum Mangelgefühl des Süchtigen. Wenn der Süchtige deprimiert ist, ist die Droge das Glück. Wenn der Süchtige Schmerzen hat, ist die Droge Trost. Wenn der Süchtige gelangweilt ist, ist die Droge die Abwechslung. Die Emanation wird dann belebt. Dies geschieht, wenn der Süchtige es glaubt, wenn er es kauft, wenn er auf das Verkaufsgespräch hereinfällt. Nun ist bei einer Drogensucht fast immer ein Kauf im Spiel. Und wenn wir uns daran erinnern, was Geld wirklich ist, werden wir erkennen, dass der Kauf ein rituelles Opfer ist. Aber selbst wenn es keinen Kauf gibt, reicht das Opfern von Zeit aus. Schließlich ist Zeit Geld. Im Laufe dieses Emanationprozesses werden die Gedanken an die Droge immer autonomer und das Ich des Süchtigen wird immer weniger autonom. Zunehmend dominieren Gedanken an die Droge sein Denken. Er übergibt der Stimme in der Droge vollständig seine Seele, indem er sie verkauft. Besonders interessant sind die Auswirkungen solcher Projektionen auf Menschen. Wenn eine große Gruppe jemanden mit Status und Bedeutung auflädt, also ihn bewundert und preist, geschehen seltsame Dinge. Zunächst beginnen einflussrezeptive Menschen dasselbe Verhalten zu imitieren, ob bewusst oder nicht. Noch faszinierender ist, dass der Belastete weniger Stress empfindet, sein Serotoninspiegel steigt und er mehr Testosteron produziert, wodurch sein Körper muskulöser wird. Sein Gehirn wird besser funktionieren, er wird selbstbewusster, zielstrebiger und weniger ängstlich sein. Er wird besser schlafen, er wird seltener krank werden. Er wird mehr Energie haben, Frauen werden ihn attraktiver finden. All diese Veränderungen beobachten wir bei Personen mit hohem Ansehen, auf die andere ihre psychische Kräfte übertragen haben. Skeptiker könnten einwenden, dass der Begriff Energie hier lediglich als Platzhalter für eine Vielzahl anderer Faktoren verwendet wird. Richtig ist, dass mit diesem Wort keine spezifisch materielle Größe bezeichnet wird. Es fungiert gleichwohl als treffende Kurzform, um das Geschehen zu erklären, ähnlich wie der Begriff Dollar. Auch dieser benennt keine wirklichen Objekte, sondern etwas Immaterielles. Dennoch erleichtert die Bezeichnung das Verständnis dafür, was sich in Wirklichkeit vollzieht, wenn auch die dahinterstehenden Mechanismen komplex sind.
Wie bereits zu Beginn erwähnt, stellt ein Dollar eine immaterielle Einheit abstrakter Motivation dar. Er bietet lediglich eine Möglichkeit zur Kommunikation und Programmierung einer Konstellation physischer Muster, ohne jedoch selbst materieller Natur zu sein. Dies gerät jedoch oft in Vergessenheit, da das Konzept funktional ist. Ein aussagekräftiges Beispiel für eine kollektive Projektion mit Einfluss ist eine attraktive Frau. Betritt eine äußerst attraktive Frau einen Raum voller Männer und signalisiert ihre Verfügbarkeit, wird sie zum Objekt der Motivation. Die Tatsache, dass viele Männer ihre Attraktivität bestätigen, macht die Projektion robuster und stabiler. Da viele sie begehren, ist ihre Verfügbarkeit wahrscheinlich nur von kurzer Dauer. Dies erhöht den Handlungsdruck aller sowie die Dringlichkeit der Situation. Darüber hinaus stärkt der gruppendynamische Konsens in ihrer Anziehungskraft jeden Einzelnen in seiner eigenen Wahrnehmung. Das Gleiche geschieht mit Geld. Wenn nur wenige Menschen an eine Währung glauben, ist der projizierte Wert instabil. Er kann sich einfach auflösen. Aber wie beim Gold, wenn alle daran glauben, wird der Wert gefestigt. Daraus wird ersichtlich, dass wir, wenn wir unseren Geist synchronisieren, Kanäle für unsichtbare Kräfte aufbauen und öffnen, die sie durchdringen. Wenn eine Gruppe von Menschen an Dollars glaubt, dann können Dollars nahtlos von einem Geist zum anderen wandern. Genau das ist es auch, was die Sprache tut. Es sind Ideen, die sich ungehindert zwischen den Köpfen der Menschen bewegen. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Interpretation nicht bewusst erfolgt. Wie ich bereits sagte, muss man nicht versuchen, die Bedeutung der Worte zu verstehen. Man weiß sie. Wenn du sprichst, bewegst du auch nicht bewusst deinen Mund, um die Worte zu formen. Einfach ausgedrückt, wird der größte Teil der ein- und ausgehenden Kommunikation vom Unbewussten gesteuert. Die Körpersprache ist ein perfektes Beispiel dafür. Wahrscheinlich findet die ganze Zeit ein Informationsaustausch statt, der viel komplizierter ist als der, den wir sehen. Unsichtbare Kräfte benutzen uns als Kanäle, um ihre Existenz zu verifizieren. Einige von ihnen sind symbiotisch, andere parasitär. Es wird immer eine Art psychische Ökologie geben. Das Beste, was wir tun können, ist, uns nicht von ihr beherrschen zu lassen, sondern eine wechselseitige und bewusste Beziehung zu ihr zu haben. Den Kräften zu helfen, die der Menschheit wohlgesonnen sind, und diejenigen auszumerzen, die ihr feindlich gesinnt sind. Möglicherweise bezog sich der heilige Paulus darauf, dass wir einst die Engel richten werden. Um uns herum und in unserem Handeln wirken Kräfte, die weit größer sind als die, die wir wahrzunehmen vermögen. Allerdings befinden sie sich nicht an einem fernen Ort. Vielmehr sind sie direkt vor unserer Nase. Sie manifestieren sich aus eben diesem Hier und Jetzt. Und je weniger wir dies glauben, desto undeutlicher werden wir sie erkennen. Je undeutlicher wir sie erblicken, desto anfälliger sind wir für ihr Wirken. Wenn wir die über uns waltende Kraft nicht wahrnehmen, können wir ihr auch nicht begegnen. Umso wichtiger ist es, sich ihrer Existenz bewusst zu werden, auch wenn sie unseren Sinnen verborgen bleibt.